Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit Minecraft Podcast Edition. Mal gucken, wie ich es genannt habe. Der erste Part ist aus meiner Sicht noch nicht online gegangen. Der soll heute aus meiner Sicht online kommen. Und der zweite Part, der drängt ein wenig. Eigentlich ist es schon themabezogen schon fast wieder ein bisschen zu spät, wenn ihr das hier hört. Und zwar habe ich mir gedacht, ey, es geht einfach mal um das Thema PlayStation 5 Pro. Und ja, eine gute Frage, was machen wir eigentlich? Also es ist erstmal dunkel draußen und wir wollten ja noch Wolle holen, ne? Weil wir... Bin ich doof? Hatten wir nicht Wolle? Hatte ich nicht zweimal Wolle geholt? Ach nee, hier ist ja noch eine Kiste. Da ist die Wolle, genau. Und hier haben wir einfach random noch eine Kiste gemacht, okay. Da könnte man auch so ein bisschen Backup-mäßig die Dings reinpacken. Ja, die Vorstellung der PlayStation 5 Pro war aus meiner Sicht Anfang der Woche. Ja, was soll man groß im Endeffekt sagen? Warte mal, ich könnte nochmal die Dings machen, die Fackeln. Was soll man groß im Endeffekt sagen? Der Preis ist natürlich vollkommen überhöht. Es ist aber kein Preis, der mich jetzt irgendwie überrascht hat. Also wir reden hier von 800 Euro gerundet. Warte mal, kann man hier irgendwo den Mond sehen? Da hinten ist er, der geht schon wieder unter, siehst du? Dann ist doch schon alles top. So, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das natürlich mit den 800 Euro ohne Laufwerk und auch ohne, jetzt kommt's, ohne den Standfuß. Ich habe jetzt gelesen, dass das Laufwerk 120 kosten soll und das... genau, das Laufwerk 120 und der Standfuß kostet 30 Euro. Und das ist alles schon, das ist schon ziemlich hart frech. Also, das ist schon wirklich ziemlich hart frech. Aber als sie den Preis vorgestellt haben, wie gesagt, da hat mich das jetzt nicht groß aus der Bahn geworfen. Also, ich habe, um ehrlich zu sein, ja, ein wenig auch damit gerechnet, dass das ein ziemlich hoher Preis wird. Also, dass das nur 500, 600 sein wird. Da bin ich schon sehr stark davon ausgegangen, dass das nicht so der Fall sein wird, sondern 700, 800, 900 nachher. Allerdings, dass es denn ohne Laufwerk ist und so und ohne den Standfuß und auch ohne, und das ist nochmal so die Nummer, dass du halt auch kein Spiel dazu hast, ne? Ich meine, im Endeffekt soll man die Konsole ja vorbestellen können ab dem Zeitpunkt, wenn, wenn diese Tokyo Game Show ist, ne? Das müsste vom Datum ungefähr irgendwie hinkommen. Ende September so. Und kann ja sein, dass sie da noch was aus dem Ärmel rausziehen. Aber ich glaube da nicht so wirklich dran. Ne? Also sprich, dass sie da auf einmal nochmal so ein Game aus dem Hut ziehen, wo du dir so denkst, ja okay, dafür lohnt sich's. Ne? Weil sie haben ja im Endeffekt auch nur Sachen vorgestellt, wo man sich so denkt, oder gezeigt, Spiele, die halt schon älter waren, beziehungsweise... Also wir könnten dahin... Und oben war auch noch was, ne? Oben war doch beim letzten Mal auch noch so ein Dings. Also ihr könnt auch immer gerne in die Kommentare schreiben, natürlich, welches Thema wir behandeln sollen. Beziehungsweise, falls ich hier irgendwas übersehe, oder was ich bauen soll, oder... Ein Pferdchen wäre hier auch noch am Start, okay? Da, das Ding wäre auch noch. Aber in solchen Dingern sind doch meistens Fallen, oder? Was steht da? Ist das ein Skelett? Das gucke ich mir nochmal an. Dann gehen wir mal erstmal in Richtung Stadt. Diesen Turm, den machen wir noch nicht. Oder ist das hier so ein Bewohner da? Das kickt mich jetzt gerade ein bisschen. Das will ich jetzt wissen. Das ist natürlich dumm. Normalerweise müssten wir jetzt... Das ist ein... Kann ich mit dem handeln? Ist das der oder ist das der, der mich hier beschießt? Ich weiß noch, dass ich mal so ein Ding gebaut habe. Der beschießt mich, ne? Der beschießt mich, scheiße. Weg hier. Das war dumm. Das war mega dumm. Der beschießt mich. Ich muss hier weg. Alter, den werde ich nicht los. So eine Schande.
Wir müssen natürlich auch noch Rüstung und sowas bauen. Craften. Kommt der immer noch hinter mir? Ja, ey, hau ab! Geh mir nicht auf den Sack. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe nämlich, als ich vor einem halben Jahr mal privat ein bisschen Minecraft gezockt habe, da, Alter, wieso steht er so lange jetzt? Monsterjäger. Da war das nämlich auch so, dass ich da einfach so, mein Ding gebaut habe und dann kamen da auf einmal random solche Dudes an. Die war ein bisschen weird, muss ich sagen. Na gut, ja. Aber es hat so ein bisschen dieser System Seller gefehlt, ne? Wo man so sagen würde, wenn du jetzt nur ausschließlich an Sony denkst, denn, also so ein hauseigenes Spiel im Prinzip, dann wäre es ja top, wenn man dazu jetzt zum Beispiel noch eine Uncharted 5 rausgezogen hätte aus dem Hut oder The Last of Us 3 oder... Das ist cool gebaut, ne? Habe ich ganz alleine... Nein, natürlich nicht. Warte mal, wir könnten noch was essen. Ja, und jedenfalls... könnte man jetzt vielleicht noch drauf ausweichen und sagen, ja, GTA. Aber mit GTA ist halt das Problem, du weißt gar nicht, wann das ein Jahr später rauskommt. Das kann ja sein, dass das erst zum Weihnachtsgeschäft oder so... Ich lass mal auf, damit ich hier durchsehe. Dass das erst zum Weihnachtsgeschäft oder so kommt, ne? Hier kann man schlafen. Und das wäre ja dann noch ein Jahr, ne? Weil es kommt ja erst 2025 raus, ne? Sofern ich das noch auf dem Schirm habe. Und ich habe auch mal so ein bisschen drüber geguckt, welches Game da zu dem Zeitpunkt, ja, vielleicht so einigermaßen... Warte mal, bin ich doof? Von hier komme ich. Welches Game da vielleicht einigermaßen... Okay, der will nichts. Rauskommt zu dem Zeitpunkt. Das meiste ist zu dem Zeitpunkt schon so halbwegs draußen, so Silent Hill und so. Die ersten Spiele kommen ja jetzt aktuell schon. Nope. Okay, die haben alle hier irgendwie nichts. Das wundert mich hier auch gerade so ein bisschen. Was ist das hier? Achso, so eine Glocke. Die Dinger schützen das Dorf, ne? Wenn das Dorf so angegriffen wird. Also nicht die Hühnchen. Na. Ja, wieso mache ich denn kaum Schaden? Okay. Also, 2 Wochen vorher kommt, glaube ich, Call of Duty raus. Und 1 Woche danach kommt, glaube ich, Assassin's Creed raus. Das wären so die Games, die da drumherum... Also natürlich gibt es immer noch Games... die ich nicht so auf dem Schirm habe oder sowas. Astrobot hatte ich zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm. Das hat mich mega an dieses andere erinnert. Ist es das vielleicht auch hier, dieses, Standardding, was ist so als Tech-Demo? Ist das nicht auch Astrobot gewesen? Als Tech-Demo für die PlayStation gab. Da war doch auch so ein Ding, was irgendwie kostenlos oder was du dir als Demo runterladen konntest oder sowas. Ist es manchmal Astrobot gewesen auch? Ey, falls ich was vergesse, ne? Schreib's einfach in die Kommentare. Vergesst ihr mit Sicherheit irgendwas? Nein. Ja. Was kann man mit Smaragden groß anfangen? Weil das, weiß ich nicht, das fühle ich nicht so. Hiermit kann man Pfeile machen, das weiß ich noch. Aber Smaragde, keine Ahnung. Die Frage ist auch, wenn wir schon mal hier sind, soll man hier sowas reinlegen? Kann sein, dass das mega dumm ist, aber wir machen das jetzt einfach mal. Achso, dann können wir die Smaragde ja dann doch mitnehmen. Ja, ansonsten kann ich ja nochmal erzählen, wie das damals mit meiner PlayStation 5 so war. Also ich habe das durchaus mitgekriegt, als die PlayStation 5 damals angekündigt war. Da kann man bestimmt ein Buch auflegen oder sowas, ne? Als sie damals angekündigt wurde. Und ich habe mich auch einigermaßen bereit gehalten damals. Aber es war, glaube ich, so, dass die erste Vorstellung... brauchen wir Bäume? Blümchen? Dass die erste Vorstellung denn damals so ein bisschen nachts war.
Und da musste ich nächsten Tag halt arbeiten und dann habe ich mir das nicht reingezogen, wollte aber nächsten Tag dann vorbestellen. Ging nicht. So, dann war ja, glaube ich, die zweite Variante, dass ich da gerade auf Arbeit irgendwie rumhing. Kann sein, dass ich ein bisschen verdrehe, aber irgendwie hing ich auch irgendwann mal auf Arbeit rum und habe versucht, das über Handy zu klären. Die Vorbestellung. Ging nicht. Und einmal war ich auch irgendwie zu Hause. Also es gab ja irgendwie 3 Vorbestellungswellen oder so. Und da habe ich auch die ganze Zeit gecampt vor dem PC, um dann einfach irgendwie irgendwas zu holen. Surprise, surprise, hat mir nichts angeboten, also ging nicht. No, und dann habe ich ja 2 Jahre später oder so, habe ich nachher irgendwann dann doch mal die Chance bekommen. Oh, eine Katze, wollen wir eine Katze mitnehmen? Habe ich ja doch irgendwie die Chance bekommen, PlayStation 5 vorzubestellen. Quatsch, nicht vorzubestellen, sondern endlich mal zu kaufen. Generell endlich mal zu kaufen. Und ja, dann ist sie auch irgendwann da gewesen. Mein Bruder hatte ja damals die gleiche Idee, der hat, achso, hier waren wir schon, zu einem ähnlichen Zeitpunkt dann auch kurze Zeit später die Konsole gehabt. Ja, und dann ist mir die Konsole leider Anfang diesen Jahres abgerauscht. Und da ich damals schon Ewigkeiten darauf gewartet habe, dass endlich mal eine PlayStation 5 Pro rauskommt und die immer nicht kam und nicht kam und nicht kam, habe ich mir dann auch so gedacht, ja, drauf geschissen. Ich warte jetzt nicht Ewigkeiten, bis denn doch irgendwann mal eine PlayStation 5 Pro kommt, kaufe ich mir die Slim. Ursprünglich war nämlich nicht geplant, eine Slim zu kaufen, weil mich sowas meistens eher so nicht interessiert hat, sage ich mal. Na, ich hatte ja meine PlayStation 1, war damals eine Slim, und da habe ich mich das so mega gewundert, weil ich damals davon keinen Plan hatte. Wieso hat mein Kumpel denn eine größere PlayStation? Und ja, die Slim war halt die kleinere und neuere Variante. Aber es gab doch keine PlayStation 1 bzw. PlayStation 2 Pro, oder? Naja, jedenfalls habe ich mir dann die Slim geholt und die ist jetzt auch schon wieder so ein halbes Jahr oder so alt. Und ich werde mich bestimmt verlaufen und nicht wieder zurückfinden, aber ich würde auch gerne ein Schaf finden, weil wir ein Bett bauen wollen. Ich glaube, das geht mit Schaf, ne? Schafwolle. Aber hier ist echt nirgendwo irgendwie irgendwas Schafmäßiges. Doch, da hinten. Da. Wir brauchen eigentlich nur eins. Beim letzten Mal hatten wir ja das Problem, dass wir da irgendwie 2 gefunden haben und wir brauchen halt 3 insgesamt. Kann ja auch mit so einem Dings. Ich werde erstmal nur den einen pflücken. Also hier einen mitnehmen. Können auch einen zweiten mitnehmen, weil hier, ja, ich habe gedacht, hier stehen bloß. Boah, ich wollte eben sagen, shit, ich habe beide gekillt. Warte. Ja. So. Tja. Jetzt ist natürlich die Frage, von wo kam ich nochmal? Von da hinten? Von da hinten bin ich gekommen, ne? Dann wandern wir da nochmal hin zurück. Ja, und dann haben sie es ja jetzt endlich mal auf die Kette gekriegt, eine PlayStation. Wieso ist da so ein Gedödel? Hab ich das gebaut? Eigentlich nicht, ne? Endlich mal die PlayStation 5 Pro anzukündigen. Aber ich sag so, wie es ist. Es ist für mich auf jeden Fall nicht irgendwie Hauptaugenmerk, Mann. Ich muss jetzt unbedingt ganz dringend, warte mal, wir legen uns hier im Dorf hin. Ich muss jetzt ganz dringend eine PlayStation 5 Pro haben. Zumal dieser Unterschied, das Video ist ja online auf dem Sony-Kanal so, der Unterschied ist halt marginal, ne? Also man erkennt es schon, gerade so auf Bildern, wenn Standbilder sind oder so, dann erkennst du schon, dass die PlayStation 5 Pro ein bisschen grafisch durchaus besser ist. Aber das ist halt alles so, die haben keine richtigen Argumente, finde ich. So, die haben ja nichts. Du musst das Laufwerk extra, also mich juckt das mit dem Laufwerk eigentlich überhaupt nicht. Aber du musst das Laufwerk, hier liegt schon einer. Sorry, Bro. du musst das Laufwerk extra bezahlen, da liegt auch einer. Jetzt pennen die hier alle, oder was? Willst du mich verarschen? Ich krieg kein Bett. Liegen hier alle im Bett rum. Hier ist kein Bett, na, wahrscheinlich, ne? Macht ja, doch, hier ist ein Bett. Ha. Tada, pop. So, warte mal, ich guck mal kurz, wie lange die Aufnahme läuft. Ich habe hier nämlich gerade das Ding noch aufgehabt. Ach so. Ja, haben wir ja noch ein bisschen Zeit.
Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ich werde trotzdem erstmal zurück, damit wir jetzt endlich mal dieses Bettchen bauen können. Ja, du musst das Laufwerk extra bezahlen. Du kriegst nicht mal diesen Dulli-Standfuß, den sie für 30 Euro noch dazu verticken wollen. Wo man sich auch so denkt, Alter, normalerweise braucht die Konsole überhaupt keinen Standfuß. Ey, bau das Ding ordentlich, das Gehäuse, und dann passt das schon. Und ja, 30 € für den Drecksstandfuß. Und dann hast du nicht mal irgendwie ein Game dazu. Klar, die werden hinterher noch irgendwelche Bundles machen und sowas, wo du dann irgendwelche. Aber es kommt halt nichts gerade zu dem Zeitpunkt raus, wo man so sagen würde, oh geil, neues God of War, neues Last of Us, neues Uncharted oder keine Ahnung. Und das ist halt auch, das ist halt alles eher negativ. Also, die haben nichts, wo man so nochmal so sagen würde, ah, ja, das kickt jetzt irgendwie. Ne? Oder irgendwie ein krass neues Feature oder sowas, wo man sich so denkt, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Vielleicht haben sie ja, habe ich ja irgendwas nicht mitgekriegt oder so, und die haben irgendwas, was sie da auch angekündigt haben oder so, aber könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, ob ihr da dann zugreift. Da werde ich bestimmt auf dem Kanal auch nochmal eine Umfrage machen. Aber aus meiner Sicht ist das eher so, vielleicht. Steht jetzt nicht ganz oben auf der Rangliste. Warte mal, bin ich jetzt blöd? Habe ich mir hier nicht. Doch, da. Wollte ich auch sagen, ich habe mir doch hier unten so ein Dings hingebaut, damit ich hier so einen Ansatzpunkt habe. Hier geht's dann hoch und dann ist da meine Hut. Da-da. Ja. Zack. So, warte mal, was wollte ich machen? Ich wollte mir jetzt ein Bettchen bauen. Erstmal muss ich dafür alles herholen. Zack. Also, wie ging denn das nochmal? Irgendwie so? War das hier? Ach, das ist es schon. Ich habe gedacht, ich müsste hier noch solche Stäbchen oder sowas mit ranbauen. Das hätte ich jetzt gedacht. Also natürlich nicht in der Mitte, sondern eher so Standfüße links und rechts. Aber gut, wir haben schon mal ein Bettchen. So, okay. Nee, also wie gesagt, das ist eigentlich so im Großen und Ganzen erstmal das Thema gewesen. Ach so, jetzt. Und meine Gedanken dazu. Weil im Endeffekt wird ja auch, denke ich mal, gucke ich mich noch ein bisschen weiter um. Ja, komm, ich gucke mich noch ein bisschen weiter um. Ich denke mal, dass in 2 bis 4 Jahren ja auch generell schon wieder eine PlayStation 6 rauskommen wird. Also das wäre jetzt, ne? 2 Jahre ist vielleicht noch ein bisschen früh, wenn du jetzt die Pro hast. Obwohl die ja sowieso nur überbrücken soll, denke ich mal. Was haben wir da aufgenommen? Mai? Und ja, ich werde mich hier einfach erstmal nochmal ein bisschen umgucken. Also nicht wundern, wenn jetzt hier nichts Actionmäßiges passiert. Na, hier ganz dringend ein bisschen was abbauen. Welche Baumholzart feiert ihr denn hier eigentlich so am meisten in Minecraft? Es gibt ja schon Sachen, da bauen wir ja auch noch irgendwelche Sachen draus, so. Man hat es ja jetzt schon mal gesehen an der Tür oder so. Im Endeffekt werden wir da ja noch, was weiß ich, eine Terrasse oder sowas bauen. Keine Ahnung. Boote und sowas. Und es gibt ja halt verschiedene Holzarten hier, was ganz geil ist. Und ja, einige sehen halt besser aus als andere. Ja. Ja, so spektakulär ist eigentlich gerade nicht, ne? Also, pass auf, es wäre vielleicht am. Ich bin dumm. Obwohl wir schon mal hier unten sind, kann ich ja nochmal ein bisschen links und rechts gucken, aber spannend ist das jetzt hier denn doch eher weniger. Ich würde sagen, wir gehen zurück und dann werde ich im nächsten Part so versuchen, höhlentechnisch ein bisschen reinzugehen, damit wir uns auch mal langsam mal eine Rüstung bauen. Na, das denke ich mal, ist so erstmal dann auf der Agenda ganz oben.
Ja, kann natürlich sein, dass ich jetzt zum Thema PlayStation noch irgendwas vergessen hatte, aber das war so das Hauptaugenmerk, was mir so aufgefallen ist. Und natürlich ist die ganze Sache nicht so gut angekommen. Und im Endeffekt sagen jetzt und schreien jetzt alle, okay, werde ich mir nicht kaufen, werde ich nicht machen, auf gar keinen Fall und blabliblub. Einige werden es machen. Das definitiv. Und ja, es kommt halt darauf an, ne? Wenn Sony damit Erfolg hat, dann werden die solche Sachen natürlich noch öfter durchziehen. Aber ich raff's wirklich nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, was die sich da bei so gedacht haben. Also, vielleicht habt ihr ja einen Plan, was die sich dabei so im Endeffekt noch gedacht haben. Ja, dass sie noch irgendwas in der Hinterhand vielleicht haben. Das ist ja meine Hoffnung, dass sie da irgendwie dann wirklich nochmal plötzlich um die Ecke kommen. Die Frage ist, sollen wir das hier machen? Bringt uns Leder hier in der Situation weiter? Haben wir was zu essen? Das soll erstmal herkommen, weil das Rohr ist. Und das Rohr werden wir jetzt nochmal burnen, würde ich sagen. Die Eier brauchen wir später noch. Die Eier brauchen wir später noch, genau. So, und wir brauchen auch auf jeden Fall. Kann man nur das machen? Ja, ne? Das hier ging ja nicht, oder? Warte mal, auf jeden Fall geht das. Zack. Genau, also im Endeffekt drehe ich mich gerade im Kreis. Also für mich haben die kein großes Argument geliefert, dass ich jetzt unbedingt zuschlagen müsste. Ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt, mir eventuell nochmal eine PlayStation 5 zu holen. Es war ja geplant, dass es eine PlayStation 5 Pro werden sollte. Da wusste ich damals natürlich den Preis noch nicht. Okay, das ist vielleicht dumm. Vielleicht sollten wir lieber die Dinge hier machen. Geht das? Ja, und einfach fürs andere Zimmer würde noch eine, beziehungsweise die PlayStation 5 Pro wäre dann für die Aufnahmen, für die Let's Play-Aufnahmen. Ja, aber ist jetzt nicht unbedingt geplant, dass jetzt nächste Woche direkt zugeschlagen wird. Ich wollte jetzt erstmal so ein bisschen abwarten und einfach mal gucken, wie dieser ganze Markt darauf reagiert, weil im Endeffekt müsste ja nächstes Jahr auch eine Switch 2 rauskommen. Die bringen ja ganz gerne zum Ostergeschäft immer die Nummer, also kann man sich ja durchaus vorstellen, dass da irgendwie irgendwas in diese Region. Genau, das soll da auch drin sein. Ja, türtechnisch. Kann man vielleicht noch machen. Könnte man sowas hier noch machen? Oh, das sieht ja auch schick aus. Was war das jetzt? Kirschholzbretter. Ja, das sind die anderen Dinger gewesen, ne? Diese Blüten da. Also diese Bäume mit denen, die da hinten gestanden haben irgendwo, ne? Ja, gut, sieht man von hier nicht. Ja, der Plan ist vielleicht so ein bisschen hier nach innen noch reinzubauen und nach unten und dann sich den ganzen Spaß da vielleicht mal anzugucken, was so Richtung Eisen oder Diamanten oder sowas irgendwann gehen würde. Vielleicht kommen wir auch irgendwo rein oder so. Ein anderer Plan wäre dann auch irgendwie da hinten zu diesem komischen Gebäude zu gehen und da vielleicht auf eine Falle zu treffen, aber davor wäre vielleicht eine Rüstung ganz gut. Ne? Ja, dann war noch das hier. Bam, 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 bam. Und dann war noch das hier. Achso, wir haben hier noch den hier. Den habe ich übersehen. Zack. Zack. Ja, und Kohle und sowas brauchen wir natürlich auch, ne? Kohle, Eisen und Dings, Kohle, Eisen und Diamanten, ne? Man trifft natürlich auch auf Redstone, heißt es, glaube ich, ne? Und auf Gold oder sowas, aber da weiß ich nicht, inwiefern das alles wichtig sein könnte. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, was man so davon gebrauchen könnte, ne? Ansonsten würde ich sagen, wenn wir das jetzt hier noch zu Ende braten, backen, grillen. Und dann ist der Part erstmal zu Ende und ihr könnt mir eure Gedanken zum Thema PlayStation 5 slash PlayStation 5 Pro in die Kommentare schreiben, was ihr da so von haltet, ob ihr drüber nachdenkt oder
ob ihr das auch für eine Frechheit haltet. Mal gucken, was das so wird. Ich bin fürs Erste raus, hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und bis dahin sag ich einfach mal ciao.